Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenges und zwar dieses Mal zu einer ganz besonderen, ne? Weil es geht heute um ein 10.000 Abo Special und wir spielen heute Pokémon Rot durch, nur mit einem Ditto. Ihr müsst wissen, vor circa 2 Jahren hat der englische YouTuber PikaSprayYellow schon mal diese Challenge hier probiert und dieses Video ist auch sehr bekannt heutzutage und es gilt mittlerweile als eine der härtesten One Pokémon Challenges, die man überhaupt probieren kann. Und er hat das Ganze damals auch schaffen können, aber er hat bereits vor der Liga Level 100 erreicht. Also diese Challenge hier ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Und ich werde heute dasselbe probieren und werde hier quasi nochmal eine Schippe draufsetzen. Und zwar darf ich die Liga nur dann betreten, wenn ich Level 90 bin oder darunter. Das bedeutet, ich habe mir hier noch sogar eine Level Cap gesetzt, weil ich dachte mir, da wird es noch interessanter. Aber ich muss sagen, Freunde, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier, wo ich halt das Intro aufnehme, habe ich diese Challenge hier noch gar nicht angefangen. Von daher, ich habe keine Ahnung, ob das Ganze überhaupt möglich ist auf diesem Level, aber ich wollte es versuchen. Aber wo liegt hier denn eigentlich so ein bisschen das Problem? Ihr müsst wissen, Ditto hat eine unfassbar schlechte Basiswertsumme von nur 288. Also das Pokémon hier ist nicht viel stärker als ein Sonnenkern und wirklich jeder einzelne Wert ist wirklich absolut grauenhaft. Und Ditto kann nur eine Attacke lernen und das ist Wandler. Und mit der Attacke kann man einfach so das gegnerische Pokémon kopieren und seine Moves übernehmen und seinen Typ und so weiter. Und jede Attacke, die man hiermit quasi kopiert, hatte 5 AP. Das bedeutet, man muss ständig kämpfen mit seinen AP-Kosten und Verzweifler und so. Aber das ist mein Problem, würde ich sagen. Aber das Schlimmste ist, Freunde, ich übernehme hier auch die Werte. Das bedeutet, wenn ich kämpfen sollte mit einem Level 50 Ditto gegen ein Level 3 Radfratz, dann übernehme ich die schlechten Werte des Level 3 Pokémon und muss damit dann spielen, wenn ich halt Wandler einsetzen möchte. Und das ist wirklich bitter. Und der einzige Wert, der hier nicht kopiert wird, ist der KP-Wert. Das bedeutet, die einzige Möglichkeit hier, wirklich zu überleveln, wenn ich Wandler einsetzen möchte, ist halt einfach, naja, mehr KP zu haben als der Gegner. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Und das macht diese Challenge hier unfassbar brutal, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal uns die Regeln an. Ich denke aber mal, die Regeln sind heute relativ klar, oder? Es gelten die ganz normalen Regeln mal wieder, wie eigentlich bei allen One-Pokémon-Challenges bisher, die ich gemacht habe. Mit halt wie gesagt der Zusatzregel, dass ich hier vor der Liga nicht Level 91 erreichen darf. Also, wenn ich vor Lorelei Level 91 erreiche, geht die Challenge hier leider als verloren. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wie es mir gegangen ist, aber vorher noch eine kurze Info. Auch wenn wir mittlerweile die 10.000 Abos geknackt haben, muss ich sagen, habe ich immer noch unfassbar erschreckend viele Zuschauer, die den Kanal hier nicht abonniert haben. Von daher, wenn ihr solche Videos hier feiert und noch mehr sehen wollt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze hier mit einem kostenlosen Abo unterstützen würdet. Ich muss sagen, es würde mir sehr viel bedeuten und ich habe noch einiges vor. Von daher, wenn wir irgendwann mal die 20.000 Abos erreichen sollten, mache ich ein weiteres Special bzw. eine weitere ziemlich unmögliche Challenge, also seid gespannt. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem heutigen Video und ich zeige euch jetzt so ein bisschen, wie der Run abgelaufen ist und ob ich gewinnen konnte mit meiner Zusatzregel. Und wir starten heute mal wieder bei der Wahl meines Starters und ihr müsst wissen, ich habe dieses Mal das Bisasam ausgetauscht gegen unser Ditto, damit mein Rivale hier einfach später Glurak hat bzw. den stärksten Starter, den ich ihm geben konnte. Denn wir wollen ja diese Challenge hier so schwer machen, wie es irgendwie geht. Und ich habe dieses Mal unser Ditto hier, Franz genannt, nach meinem Zuschauer Franz Liebert. Und ihr müsst wissen, ihr könnt jedes Mal unter dem oben angepinnten Kommentar unter diesen Videos hier kommentieren, ob ich auch mal ein Pokémon quasi nach euch benennen kann. Und ich finde das halt immer wieder eine schöne Aktion an die Community, deswegen mache ich das jedes Mal. Und dann ging es auch schon los, Leute, mit dem ersten Rivalen-Battle gegen Glumanda. Und was soll ich sagen, Freunde, der Kampf hier hat über 2 Minuten gedauert. Beim ersten Fight. Ich übertreibe hier nicht, diese Challenge ist wirklich sehr, sehr krank. Und ich hatte hier nur Kratzer und Heuler und habe logischerweise zunächst mal versucht hier, den Angriffswert von Glumanda so stark wie möglich zu senken. Dann habe ich Kratzer eingesetzt und dann später Verzweifler, um dann irgendwie gewinnen zu können nach einem wirklich ewig langen Kampf. Und das hier war erst der Anfang. Und dann ging es auch schon los mit dem Training in der ersten Wiese. Und ich habe mich hier entschieden, zunächst mal auf Level 8 zu leveln. Und allein das hat schon wirklich nicht gerade kurz gedauert. Ihr müsst wissen, ich musste nach wirklich jedem Kampf, ohne Ausnahme, mich heilen gehen bei meiner Mutter, weil anders geht's nicht. Ich sterbe sonst einfach sofort, weil 2 Kämpfe in Folge kann man hier nicht gewinnen, wenn man hier wirklich mit Wandler irgendwie die Pokémon down bekommen möchte.
Und es kann dir sogar teilweise passieren, dass man Kämpfe einfach trotzdem verliert, obwohl man volle KP hatte. Das ist wirklich frustrierend. Um allerdings wirklich eine Chance zu haben gegen die stärksten Käfersammler im Bethania-Wald, musste ich hier Level 12 sein, also noch mehr Grinding. Und ich habe selbst auf Level 12 hier noch sehr, sehr spannende Kämpfe geführt. Also ihr seht schon, das Ganze hier ist ein krasses Hin und Her. Und mit so schwachen Attacken wie Giftstachel gegen Käfer zu kämpfen, die auch Gift sind, ist die absolute Hölle. Und deswegen musste ich hier auch sehr viel mit Verzweifler arbeiten, das ist ganz klar. Aber das ist ganz normal für diesen Run hier, weil die AP sonst einfach in keinster Weise ausreichen. Ich habe es aber tatsächlich sogar geschafft, Leute, auf Level 12 die Arena zu erreichen, also die erste. Aber dass ich hier logischerweise noch keine Chance habe gegen Rocco, muss ich, denke ich, keinem erzählen, oder? Also da habe ich auf jeden Fall noch deutlich, deutlich mehr Level gebraucht. Aber Freunde, ich habe hier mal den normalen Trainer versucht und selbst der hat mich absolut zerstört durch seinen Sandan. Also seine beiden Pokémon hier in einem Run zu besiegen, mit den paar AP, die ich hier bekomme über Dicta, das kann ich komplett vergessen. Es ging also mal wieder ans Grinding und ich dachte mir, okay, ich will zunächst mal Level 20 erreichen, um gegen Rocco ansatzweise kämpfen zu können. Das war schon mal hier mein erstes größeres Ziel. Aber das Grinding hier gegen Radfratz und Co. hat wirklich eine Ewigkeit gedauert. Also wir reden hier durchaus von Stunden. Denn gegen diese Level 3 Pokémon hier zu farmen, geht nicht gerade schnell. Und ganz wichtig, Freunde, im Bethania-Wald zu farmen, kam nicht in Frage. Denn diese Käfer-Pokémon sind wirklich ekelhafte Gegner, weil die sehr schlechte Movesets haben. Also das hätte noch länger gedauert. Als das allerdings endlich geschafft war, bin ich wieder reingegangen in die Arena und habe Rocco einfach mal rausgefordert, der einen Kleinstein und ein Onix besitzt, also ein sehr gefährliches Team für diese Challenge. Und wieso ist das so? Naja Leute, ich mache diesem Pokémon hier einfach keinen Schaden. Ich kann hier Kleinstein kopieren, keine Frage, aber das hat Tackle und Einigler. Beides Attacken, die einfach keinen Damage machen, also eine normale Attacke wie Tackle auf Gesteins-Pokémon einzusetzen, ist mehr als nur frustrierend. Ich denke mal, das könnt ihr nachfühlen und Einigler bringt mir ja auch nicht viel, weil ich sowieso hier ständig nur einen Schaden fresse, aber das summiert sich halt auch irgendwann. Und da ich halt wirklich nur 10 AP habe, beziehungsweise nur 5 AP mit Schadensattacken, muss ich irgendwann früher oder später Verzweifler ansetzen und gehe einfach zugrunde, und zwar in jeder Hinsicht. Ich habe hier Onix nicht mal zur Hälfte so richtig besiegen können, also ich war noch weit hier vom Sieg entfernt. Glücklicherweise kommen wir jetzt aber so ein bisschen zu einer Strategie, die das Ganze hier deutlich leichter macht. Und zwar kann man tatsächlich alle AP verbrauchen von Wandler, indem man halt kämpft gegen wilde Pokémon, damit sich Ditto einfach nicht mehr verwandelt und nicht mehr die schlechten Werte annimmt von den Pokémon des Gegners. Also dadurch wird es möglich tatsächlich zu überleveln und über Verzweifler ernsthaften Schaden zu machen, auch gegen Gesteins-Pokémon. Das war hier zumindest der Plan und ich wollte hier Rocco noch mehr herausfordern, erneut auf Level 20. Und das, muss ich sagen, lief auch deutlich, deutlich besser. Ihr müsst aber wissen, Freunde, desto mehr Pokémon der Gegner haben sollte, desto schlechter wird diese Taktik hier. Und wenn ich später im Spiel dann teilweise gegen sehr große Teams antreten muss, kann ich das hier vergessen. Also diese Lösung hier ist garantiert keine dauerhafte Lösung und einen Kampf auf diese Weise hier zu gewinnen, erfordert wirklich heftiges Überleveln teilweise und deswegen ist diese Strategie hier längst nicht so effektiv, wie man zunächst mal annehmen würde, weil das Level mit Ditto einfach absolut grausam ist. Aber hey Leute, wir haben jetzt zumindest mal den ersten Orden, also es ist ja schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Auch wenn es wirklich eine Ewigkeit gedauert hat, hier hinzukommen. Also wir reden hier wirklich von vielen, vielen Stunden Grinding und sehr vielen Nerven, die ich hier verloren habe. Aber zumindest war Rocco so halbwegs besiegbar, auch wenn es sehr, sehr knapp war. Als nächstes kommt jetzt aber mal wieder der gesamte Mondberg und ich muss sagen, dort gibt es einige Trainer, die sehr gefährlich werden können. Und jeder Kampf hier hat sich wirklich sehr, sehr krass in die Länge gezogen. Man muss sagen, man kann hier theoretisch halt mal wieder mit zwei Taktiken vorgehen. Und zwar könnte man zunächst mal alle AP verbrauchen und dann irgendwie auf Krampf mit Verzweifler kämpfen. Aber allein dieses Setup dafür dauert Ewigkeiten logischerweise. Und selbst wenn man so gewinnen sollte, muss man sich danach einfach wieder heilen. Und das Ganze geht quasi von vorne los. Also diese Taktik hier ist nicht so effektiv, es sei denn, man hat schon so viel Geld gesammelt, dass man logischerweise extrem viele Heilungs-Items kaufen kann, um sich halt zwischen den Kämpfen irgendwie wieder hochzuheilen, ohne die AP zu refreshen beim Pokémon Center. Also, dann kann man es halt sparen, aber das ist zu Beginn des Spiels hier nicht so wirklich möglich, beziehungsweise nur sehr, sehr begrenzt möglich. Doch trotz sämtlicher Anstrengungen im Mondberg, muss ich sagen, war ich kurz vor Misty einfach nur Level 26, also es ist nicht gerade viel mehr, als ich vorher war bei Rocco. Und das bedeutet, ich hatte hier logischerweise einen schweren Kampf vor mir, aber ich wollte es probieren.
Und das Pokémon, was ich hier kopieren kann, ist hier Sterndu. Und das kann Tackle und Aquaknarre. Also zwei Attacken, die wirklich nicht gut sind. Und ein Starmie später anzugreifen mit Aquaknarre, viel Spaß dabei. Und Tackle ist halt auch nicht viel besser. Ich muss sagen, ich konnte diesen Kampf hier einfach nicht mal ansatzweise gewinnen. Also es gab hier nicht mal den Hauch einer Chance. Und ganz wichtig, Freunde, diese Verzweifler-Strategie kann ich hier auch zunächst mal vergessen, weil ich einfach zu wenig KP habe. Also da ich jedes Mal die Hälfte einstecken muss an Schaden, den ich austeile, kann ich Starmie hier auf diesem Level einfach noch nicht besiegen. Ich habe mich also entschieden, zunächst mal das nächste Rivalen-Battle zu machen, in der Nähe von der Nugget-Brücke. Aber ich muss sagen, dort hatte ich auch mal wieder kein gutes Gefühl, denn der hat einige Pokémon. Und ich dachte mir schon, das Ganze kann doch nicht funktionieren, oder? Nicht auf diesem Level. Man muss aber auf jeden Fall festhalten, ich hatte hier unfassbares Glück. Und zwar ist sein erstes Pokémon, ein Tauboga, mit Windstoß, was eine Normalattacke war in der ersten Generation, warum auch immer, Sandwirbel und Rückzug-Keep, also ein halbwegs stabiles Moveset, und damit konnte ich wirklich sein gesamtes Team sehr gut auseinandernehmen. Ich musste hier nur auf eine Sache achten, und zwar den Sandwirbel sehr taktisch einzusetzen. Ich durfte jetzt nicht beispielsweise beim ersten Pokémon sofort alle AP verbrauchen für Sandwirbel, weil ich die später auf jeden Fall noch sehr dringend gebrauchen kann. Also ich musste hier so ein bisschen taktisch spielen und auch aufpassen, gegen sein Tauboga nicht so viele Sandwirbel einstecken zu müssen. Aber dann war dieser Kampf hier durchaus gewinnbar. Und ich muss sagen, Freunde, ich war auch sehr glücklich darüber. Weil hier noch weiter leveln zu müssen, bevor ich zur Nuggetbrücke kann, wäre wirklich grausam geworden. Also ich bin sehr froh, dass ich davor zunächst mal verschont geblieben bin. Ich habe also zunächst mal die Route gemacht über Azuria City, um einige XP mitzunehmen, und habe damit Bill geredet, um auch das hinter mich zu bringen. Und dann, meine Freunde, bin ich zurückgekehrt zu Misty und habe das Beste probiert. Und da ich hier auf jeden Fall durch das schlechte Moveset von Sterndu auf Verzweifler angewiesen bin, habe ich direkt hier so ein bisschen meine zweite Strategie angewandt, aber leider war ich selbst auf Level 30 hier zu schwach, um Starmie so besiegen zu können. Ich habe einfach zu wenig KP und musste weiter leveln. Und wo geht das? Nur in der Wiese, in der Nähe von Azuria City. Und das, meine Freunde, macht keinen Spaß. Holy shit. Das ist wirklich sehr frustrierend, weil die Pokémon dort nicht gerade stark sind. Aber hey, ne, wir müssen weiterkommen. Von daher, ich hatte keine Wahl. Und auf Level 33, meine Freunde, nachdem ich wirklich mal wieder Stunden gegrindet habe, gefühlt, konnte ich Starmie dann irgendwann besiegen. Es ist wirklich kein schwaches Pokémon, muss man sagen. Und ich hatte hier noch Glück, ne, weil es halt nicht Blubstrahl eingesetzt hat, eine Attacke, die mich mal wieder komplett hier aus dem Leben genommen hätte. Also das Ganze hier hätte wirklich noch deutlich schlimmer enden können, sodass ich irgendwie beispielsweise Level 36 hätte sein müssen oder so. Und das wäre wirklich sehr grenzwertig geworden. Ich muss sagen, der Kampf gegen Misty hier war sehr, sehr frustrierend und ich hatte sehr viel Angst, Leute, vor den kommenden Arena-Leitern. Also, wenn es jetzt so weitergehen sollte, bin ich ganz schnell Level 100 und es geht nicht weiter für mich. Also, ich brauchte hier auf jeden Fall ein bisschen Glück, beziehungsweise auch neue Taktiken und so. Zumal ich ja Level 100 gar nicht benutzen darf. Als nächstes ging es jetzt aber erstmal weiter mit dem nächsten Rivalen-Battle auf der MSN. Und was soll ich sagen, Freunde? Ich habe hier einfach mal wieder exakt dieselbe Strategie angewandt und ich muss sagen, das hat prima funktioniert. Ihr müsst wissen, das Tauboga ist einfach wirklich hier ein gigantischer Segen. Es ist so praktisch, dessen Attacken anzunehmen, weil die wirklich stabil sind. Es sind nicht die besten, keine Frage, aber es reicht vollkommen aus, um hier sein Team nach und nach besiegen zu können, wenn man etwas taktisch vorgehen sollte mit Sandwirbel. Aber ganz wichtig, Leute, man braucht ja auf jeden Fall einen Run, wo man nicht so oft getroffen wird als selber von Sandwirbel. Weil wenn das passieren sollte, ist der Kampf hier für einen sehr, sehr schnell vorbei und das kann wirklich backfiren. Also Sandwirbel sollte man vermeiden, indem man sein Tauboga sehr schnell tötet. Doch am Ende des Tages ist es halt einfach reines RNG und man muss einfach Glück haben hier, nicht davon getroffen zu werden, zu häufig. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt mal zu Major Bob, ne? Und ich muss sagen, ich hatte hier wirklich sehr viel Angst mal wieder. Denn die Arena-Leiter bisher waren ja nicht so einfach und ich muss sagen, mit Verzweifler wäre ich auch nicht so weit gekommen. Deswegen habe ich halt gehofft, hier irgendwie so gewinnen zu können. Ich wollte es zumindest probieren. Und ich wusste schon, dass Major Bob mal wieder mit keinem so starken Pokémon anfängt. Denn sein erstes Pokémon ist ein Voltoball und das hat Tackle, Kreideschrei und Ultraschall. Also nicht die besten Attacken, würde ich sagen. Aber ich habe hier auf jeden Fall das Beste daraus gemacht. Und zwar habe ich zunächst mal einmal Kreideschrei eingesetzt gegen Voltoball und es dann ganz langsam mit Tackle aus dem Kampf genommen. Danach, meine Freunde, kommt sein Pikachu und dagegen kann ich auf jeden Fall gewinnen, wenn ich einfach ganz stumpf auf Ultraschall gehe, was auf gar keinen Fall viel Schaden macht, aber ich bekomme halt auch nicht viel Damage, von daher war das eigentlich vollkommen okay und ich konnte Pikachu hier sehr gut aus dem Kampf nehmen,
Doch da, meine Freunde, kommt sein Raichu. Und das ist hier durchaus natürlich die größte Gefahr, weil das gut gelevelt ist und Entwicklung ist und so weiter. Aber ich habe hier ganz bewusst einfach Kreideschrei so gut wie möglich aufgehoben und auch Tackle, um halt hier wirklich die Verteidigung von seinem Raichu so stark zu senken, wie es geht, um es damit siegen zu können, mit ganz viel Glück und Tackle. Und ich muss sagen, das hat auch funktioniert. Der Kampf hier war auf gar keinen Fall mega einfach, aber er war sehr taktisch und wenn man das Ganze hier clever angeht, kann man hier auf jeden Fall auch einen First Try erzielen, aber da muss man wirklich halt gut planen und ich würde sagen, das habe ich hier auch getan. Durch den schnellen Sieg über Major Bob hatte ich jetzt aber auf jeden Fall sehr viel Hoffnung schöpfen können. Ich denke mal, das ist jedem klar. Und es ging jetzt weiter in der vierten Arena gegen Erika, eine Pflanzentrainerin, die einiges vorzuweisen hat. Also schwach ist sie nicht gerade. Und ich dachte mir schon, das Ganze kann nichts werden, oder? Ich bin noch nicht gut genug gelevelt, beziehungsweise muss noch ein bisschen grinden. Und mit der Verzweifler-Strategie brauchte ich hier auch zunächst mal gar nicht auftauchen, weil sie einfach mal wieder recht viele Pokémon hat. Also das Ganze war zunächst mal nicht denkbar. Doch glücklicherweise, Leute, ist ihr erstes Pokémon, ein Sazenia, mit einem echt starken Moveset. Und zwar hat das Rankenhieb, Wickel, Schlafpuder und Giftpuder. Also, das kann sich schon sehen lassen und damit kann ich arbeiten. Aber, Freunde, Giftpuder ist halt nicht gerade wirksam gegen Gift-Pokémon. Das bedeutet, das kann ich vergessen. Und ich musste hier zunächst mal auf jeden Fall einige AP loswerden, um später im Kampf dann auf Verzweifler zurückgreifen zu können, wenn ich es brauchen sollte. Wenn nämlich einfach die AP von den Angriffsattacken aufgebraucht sein sollten. Und deswegen habe ich hier zunächst mal auf jeden Fall Sazenia etwas geschwächt und eingeschläfert und dann immer wieder die schlechteren AP aufgebraucht, die ich halt wirklich hier gar nicht brauchen kann, von den etwas, ich sag mal, nutzloseren Attacken. Aber ich habe mir hier auf jeden Fall ein AP aufgehoben von Schlafpuder und von Giftpuder gegen später sein Tangela. Von daher, ich denke, das war durchaus erstmal eine gute Idee. Und gegen das Tangela habe ich dann einfach ganz taktisch meine restlichen AP eingesetzt, ne? Also Schlafpuder und Giftpuder und noch Wickel. Um es irgendwie down zu bekommen, und ganz wichtig, Freunde, weil Tangela ein reines Pflanzen-Pokémon ist, ne, kann ich es auch vergiften. Das bedeutet, Giftpuder ist hier nicht ganz nutzlos. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Tangela dadurch sehr leicht besiegen konnte. Und da, meine Freunde, kam hier Duflor. Und dafür hatte ich logischerweise dann Verzweifler und konnte wirklich hier mit halbwegs Schaden angreifen, ohne Angst haben zu müssen, keine AP mehr zu haben oder keine KP mehr zu haben, weil ihre Pokémon bis dahin auf jeden Fall nicht so viel Schaden machen konnten, weil die meiste Zeit über die ganze Zeit geschlafen haben. Also ich muss sagen, der Kampf hier war auf jeden Fall möglich, aber er war extrem taktisch und ich muss sagen, er hat sehr viel Spaß gemacht. Also das war bisher mein Highlight für den Run. Sehr, sehr praktische Sache durchaus, dass sie hier einfach geleadet hat mit einem Sazenia. Doch was ich auch sehr cool fand, war folgendes. Und zwar ist das hier mein erster Challenge-Run auf diesem Kanal, wo Team Rocket wirklich mal eine Gefahr ist, beziehungsweise wo Giovanni eine Gefahr ist. Das gilt aber mal leider so gar nicht beim ersten Giovanni-Kampf, ne? Weil den kann man schießen. Weil das Problem ist hier folgendes. Sein erstes Pokémon ist ein Onix und das kann Raserei. Und diesen Angriff kann ich logischerweise einfach kopieren und endlos einsetzen. Weil die Raserei in der ersten Generation noch so funktioniert hat, dass man quasi einmal Raserei einsetzt und es macht halt nicht viel Schaden, aber man gerät danach quasi in einen Zustand der Raserei, wo man immer wieder Raserei einsetzen kann, ohne weitere AP zu verbrauchen und die Attacke wird immer und immer stärker. Und man kann das Ganze zwar nicht so richtig abbrechen, aber das braucht man gar nicht, weil Giovanni verliert daran irgendwann, auch wenn es Ewigkeiten dauert. Und deswegen kann man diesen Kampf hier durchaus cheesen und er ist mega einfach, aber er dauert gefühlt Jahre, um vorüberzugehen. Denn allein schon sein Onix zu besiegen, das Resistenz normal hat, dauert wirklich Ewigkeiten und du machst die ganze Zeit einfach nur einen KP Schaden. Aber hey Leute, es funktioniert zumindest und die nächsten Kämpfe gegen Giovanni werden auf jeden Fall deutlich schwerer werden, das war mir schon klar, wenn ich überhaupt so weit komme. Doch nachdem ich jetzt wirklich einen unfassbar guten Lauf hatte, geht es nun weiter mit dem nächsten Rivalen-Battle in Lavandia. Und ich muss sagen, das, meine Freunde, ist ein kleines Problem. Denn natürlich, Leute, ich kann mal wieder seinen Taboga kopieren, aber Freunde, das hat mittlerweile die Attacke Wirbelwind, die mir einfach gar nichts bringt und mich wirklich 5 Runden quasi dazu zwingt, sinnlose Moves einzusetzen, bis ich endlich angreifen kann mit Verzweifler. Also, toll ist das nicht gerade. Und vollkommen egal, wie ich hier spiele, ich scheitere jedes Mal an seinem Gyarados, weil es einfach unter anderem Drachenwut hat und ich bekomme es einfach nicht tot. Und danach kommen noch 2 weitere Pokémon, von daher, ich hatte hier definitiv ein Riesenproblem. Und ich habe dann nochmal versucht, irgendwie mit der Verzweiflungstaktik was zu machen. Aber ich muss sagen, Freunde, er hat einfach zu viele Pokémon und das kann so nichts werden. Ich muss massiv leveln und ich konnte hier nicht mal mit Verzweifler sein Gyarados One-Hitten, was wirklich sehr, sehr weh tut, leider.
Und dann, meine Freunde, auf Level 54 habe ich es geschafft, wirklich hier ein Unentschieden zu erzielen. Das war wirklich eine ganz besondere Situation, weil ich wusste, wenn ich noch etwas mehr leveln kann, gewinne ich irgendwann ganz knapp mit dieser Verzweiflungstechnik hier und ich kann das Ganze schaffen. Also habe ich weiter gegrindet bis auf Level 57 und Freunde, das hat mal wieder mehrere Stunden gedauert. Es ist so unfassbar langwierig, ein verdammtes Ditto zu trainieren, ihr macht euch keine Vorstellung. Aber okay, Freunde, ich konnte hier gewinnen mit einem letzten KP. Also ganz ehrlich, Leute, knapper geht es wirklich nicht. Glücklicherweise kamen jetzt aber mal wieder einige Routen, wo man durchaus farmen konnte, also wo es sehr viele Trainerkämpfe gab. Und ich werde jetzt hier mal einblenden, wie ich gefarmt habe. Es ist wirklich gut möglich, über halt einfach die Verzweiflungstaktik und ganz viele Heilungs-Items. Denn ganz ehrlich, Freunde, wozu brauche ich sonst das Geld in diesem Run? Und TMs beispielsweise kann ich auch alle verkaufen, weil die kann Ditto sowieso nicht lernen und andere Pokémon darf ich ja nicht einsetzen. Man muss halt sagen, diese Taktik hier funktioniert prima und so kann ich halt zumindest ansatzweise schnell leveln bzw. die Trainerkämpfe hinter mich bringen, weil sonst würde hier wirklich jede Route vermutlich mehrere Stunden dauern und das will sich glaube ich keiner antun. Da ich aber bereits wusste, dass das nächste Rivalenbattle vermutlich die Hölle werden wird im Silfko-Gebäude, wollte ich hier zunächst mal gegen Koga kämpfen, den Gift-Arena-Leiter, um mein Bestes versuchen, da ich mir hier auf jeden Fall deutlich mehr Chancen ausgerechnet habe. Ich muss aber sagen, Freunde, das Ganze war dann doch nicht so einfach. Ihr müsst wissen, sein erstes Pokémon ist ein Smogon mit einem grausamen Moveset. Das bedeutet, gegen sein Team bringt es einfach gefühlt gar nichts, weil er hat halt einfach wirklich ein vollwertiges Gift-Team, das ich sehen lassen kann. Und deswegen muss ich hier definitiv mit Verzweifler kämpfen, aber ich bin einfach zu schwach. Und ich war hier bereits auf Level 66. Es ist kein gutes Zeichen. Ich kann hier einfach auf gar keinen Fall gewinnen gegen sein Smogmog. Ich habe also weitergelevelt bis auf Level 70 und habe das Ganze hier nochmal probiert und ich muss sagen, ich hatte dann einfach mal wieder ein verdammtes Unentschieden. Das ist frustrierend. Da ich aber nicht weiter leveln wollte, in der Wiese, blieb mir nichts anderes übrig, ne, als zu trainieren im Silfko-Gebäude und dort habe ich dann logischerweise einfach weitergemacht. Und naja, Freunde, da kommt wie gesagt halt einfach das nächste Rivalen-Battle, vor dem ich wirklich sehr, sehr viel Angst hatte. Und ich werde das jetzt mal kurz so ein bisschen zusammenfassen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, der Kampf hier ist auf diesem Level nahezu unmöglich. Also man braucht hier wirklich unfassbar großes Glück und muss das Ganze zigmal probieren. Das Ding ist einfach folgendes, ne? Sein Tauboss ist durchaus praktisch, ne, dass er sich weiterentwickelt hat, aber es ist immer noch nicht so krass wegen seinem Moveset. Und man muss hier wirklich stark pausieren mit den AP und braucht unfassbares Glück logischerweise, dass man nicht angegriffen wird durch die besten Attacken von der gegnerischen Pokémon, was jederzeit passieren kann. Aber irgendwann, Leute, nachdem ich das Ganze wirklich diverse Male resettet habe und neu versucht habe, konnte ich irgendwann hier ganz, ganz knapp gewinnen gegen das Glurak, weil das einfach nur schlechte Moves eingesetzt hat. Das war wirklich lucky. Das Problem ist nur, Leute, das bringt mir gar nichts, ne? Denn nach meinem Rivalen kommt sofort einfach ein Giovanni-Battle, was noch schwieriger ist. Was soll ich jetzt machen, ist die Frage. Denn das Problem ist, meine Freunde, Giovanni startet hier mit einem Nidorino. Und das bringt mir einfach mal gar nichts. Also es hat Normalattacken und damit kann ich hier nicht gewinnen. Also ich musste hier definitiv mal wieder die Verzweiflungstechnik auspacken, aber ich habe nicht genug HP dafür. Es funktioniert nicht. Und deswegen musste ich hier auf jeden Fall weiter grinden, weil wie soll ich hier jemals gewinnen können auf diesem Level? Ich hatte es hier geschafft sogar tatsächlich ein Unentschieden rauszuholen, aber ich wusste auf jeden Fall, jetzt muss ich mal wieder massiv grinden. Doch bevor ich das getan habe, habe ich einfach nochmal Koga herausgefordert und konnte hier sogar knapp gewinnen im roten Bereich. Und ich muss sagen, das hat mich doch sehr gefreut, weil ich dachte mir, zumindest habe ich jetzt mal wieder nach Ewigkeiten einen weiteren Orden gewonnen. Also das war auf jeden Fall sehr motivationssteigernd. Und als ich dann irgendwann nach weiteren Stunden von Grinding auf Level 80 angekommen bin, hatte ich diesen Run hier. Hier darf einfach mal wieder überhaupt gar nichts schief gehen. Wenn mich Rihorn oder Nidoqueen ansatzweise konstant treffen können mit richtigen Attacken, bin ich einfach down. Weil diese Verzweiflungstechnik hier geht nur gerade so auf von den KP her. Also wenn ich noch Schaden einstecken muss über richtige Attacken, geht das einfach nach hinten los. Aber es ist hier trotzdem möglich, zumindest ansatzweise zu gewinnen und deswegen habe ich diesen Kampf hier im roten Bereich mal wieder auf Level 80 nach Stunden von Grinding gewinnen können. Auch wenn das wirklich sehr, sehr knapp war. Ich muss einfach sagen, Leute, ich habe noch nie erlebt, ne, dass ein Giovanni-Battle so schwer war. Es ist unglaublich. Und ganz wichtig, Freunde, das war nicht das letzte Giovanni-Battle. Er ist ja auch
der 8. Arena-Leiter. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich sehr viel Angst gemacht, aber dazu später mehr. Doch bevor ich dazu kommen kann, komme ich jetzt mal zunächst mal zu Sabrina. Und ich muss sagen, die ist nicht zu unterschätzen, ne? Weil die, meine Freunde, hat Psycho-Pokémon. Und die waren in der ersten Generation noch sehr unbalanced. Von daher, ich hatte Respekt davor, aber ich kann sie ja auch kopieren. Von daher, ich wollte es mal austesten. Und ihr erstes Pokémon war ein Kadabra mit Aussetzer, Psystrahl, Genesung und Psychokinese. Und ich muss sagen, Freunde, besser geht's gefühlt gar nicht. Das ist wirklich ein Jackpot. Weil damit kann ich wirklich mal vernünftig kämpfen und mich sogar heilen, ja. Das ist wirklich sehr, sehr viel wert. Und ich muss sagen, ihr Kadabra war keine große Herausforderung. Und dann, meine Freunde, kam ihr Pantimos und das kann man nicht wirklich Schaden machen. Von daher war alles vollkommen entspannt und ich konnte ihr erstmal über Psystrahl eine ganze Menge Schaden drücken. Und dass ihr Omod kein Problem war, muss ich, glaube ich, keinem erzählen, oder? Das ist halt gar keine Herausforderung und hat Schwäche. Und ihr letztes Pokémon war ein Simsalam. Und was soll ich dazu sagen? Die KI hat hier einfach mal wieder komplett versagt. Und zwar hat Simsalam die ganze Zeit einfach nur Genesung eingesetzt. Ich weiß nicht warum, aber es war so. Ich vermute hier Folgendes, ne? Die KI wollte einfach nicht quasi mit Psychoattacken gegen ein Kadabra angreifen und deswegen hat sie einfach gar nichts getan. Das ist meine persönliche Vermutung, aber ganz ehrlich, deswegen war halt dieser Kampf hier ein absoluter Witz. Und ich konnte die ganze Zeit einfach immer wieder mit Psychokinese angreifen, ihre Spezialwerte senken und langsam aber sicher gewinnen. Und ich muss sagen, dass deswegen dieser Kampf hier deutlich einfacher war, als es hätte sein sollen, aber so ist das manchmal in der ersten Generation. Die KI spielt nicht immer mit, sagen wir es so. Also wenn man wirklich mit einem Kadabra gegen Sabrina kämpfen sollte, ist sie absolut geschenkt. Doch noch 10-mal lustiger war auf jeden Fall der Kampf gegen Pyro, das muss ich festhalten. Und zwar war das die Feuerarena auf der Zinnoberinsel. Und was hier passiert ist, Freunde, hat mich wirklich sehr überrascht. Und zwar ist sein erstes Pokémon ein Fukano mit Glut, Silberblick, Bodycheck und Agilität. Und ich dachte mir schon, okay, damit kann ich zumindest halbwegs arbeiten und ich kann halbwegs kämpfen. Doch dann, Leute, ist mir eine Sache aufgefallen und zwar setzt Pyro einfach die ganze Zeit Supertränke ein, obwohl er eigentlich hier volle KP hat. Ich weiß nicht, wieso er das tut, aber die KI versagt hier einfach auf ganzer Linie, weil er einfach scheinbar keine Feuerattacken einsetzen möchte gegen ein Feuer-Pokémon. Das ist meine persönliche Vermutung. Ich muss aber leider gestehen, Freunde, das hier ist der letzte Kampf, wo das der Fall war, also der letzte Kampf, wo die KI versagt hat. Und das ist doch sehr bitter, weil die nächsten Kämpfe nicht gerade leicht sind, aber hört mir zu. Nachdem Pyro geschlagen war, kam als nächstes logischerweise mal wieder der gute Giovanni, also der finale Kampf gegen Giovanni, und vor dem hatte ich wirklich extrem viel Angst. Und ich dachte mir, vielleicht ist es gar nicht möglich, das Ganze hier zu schaffen unter Level 100, aber ich wollte es probieren. Auf Level 87 und mehr konnte ich mir hier auch nicht erlauben, um halt später bei der Liga nicht mein Level-Limit zu überschreiten. Und was soll ich sagen, Freunde? Ich werde diesen Kampf hier jetzt mal kurz und schmerzlos vorstellen und euch aufzeigen, wie schwer der eigentlich ist. Sein erstes Pokémon ist ein Rihorn mit einem unfassbar schlechten Moveset. Und zwar hat das Stampfer, Rutenschlag, Furienschlag und Hornbohrer. Und man würde jetzt denken, okay, ich habe einen K.O.-Move, ich kann doch sein gesamtes Team einfach damit sofort umbringen, aber nein, Freunde, sein Rihorn ist ein langsamstes Pokémon. Das bedeutet, wenn ich das kopieren sollte, was ich muss, dann funktioniert Hornbohrer wirklich nur bei Rihorn und das war's dann. Bei jedem anderen Pokémon von ihm ist die Attacke komplett tot und macht gar nichts mehr. Und sein restliches Team ist wirklich nicht gerade schwach und Dictree greift mich sogar sehr effektiv an mit Schaufler. Und es macht ultra viel Schaden. Und der bekommt das teilweise auch mehrfach hin. Also, wenn das passieren sollte, bin ich instant down. Sehr, sehr schnell sogar. Und Nidoqueen und Nidoking sind auch nicht gerade faire Gegner. Und ich kann die auch nicht sehr effektiv angreifen. Also, wenn die mal richtig ausrasten sollten, ist der Run hier auch sehr schnell vorüber. Aber am schlimmsten, meine Freunde, ist ein Rizeros, weil das kann einfach Geofissur. Und das ist eine weitere K.O.-Attacke, die mich treffen kann. Und wenn das passieren sollte, bin ich instant tot. Ist ja klar. Und die Trefferchance ist hier gar nicht mal so gering. Ich musste also wirklich einen Run abpassen, wo ich es schaffen sollte, bis Rizeros zu kommen. Und da musste ich das komplette Rizeros besiegen, ohne auch nur einmal getroffen zu werden von Geofissur. Und die Chance dafür, das alles zu schaffen auf Level 87, liegt wirklich fast bei null. Ich habe diesen Kampf hier über 100 Mal neu versuchen müssen und habe wirklich Stunden über Stunden hier dran gesessen. Aber ich konnte irgendwann einmal gewinnen. Und ich muss sagen, dieser Kampf hier war mit Abstand das ekelhafteste, was ich bisher jemals machen musste für eine Pokémon-Challenge. Und wir sind noch nicht mal bei der Liga.
Und das Schlimmste ist, bevor ich jetzt zur Liga kann, muss ich zunächst mal ein weiteres Mal kämpfen gegen meinen Rivalen und ich muss hier mal wieder das Tauboss kopieren. Und was kann das dieses Mal? Es hat Rückzug-Keep, Wirbelwind, Flügelstark und Agilität. Also ein halbwegs stabiles Moveset, würde ich sagen. Aber dieser Kampf hier war nicht viel einfacher als der gegen Giovanni, muss ich sagen. Es ist wirklich verdammt ekelhaft. Denn sein zweites Pokémon ist beispielsweise auch ein Rihorn, dem ich mal wieder absolut keinen Schaden mache. Holy shit, aber ich muss sagen, ich hatte hier eine Sache, die für mich war. Und zwar kann das Rihorn mal wieder eine K.O.-Attacke, die mich aber nicht treffen kann, weil ich schneller bin. Das bedeutet, er hat hin und wieder mal sinnlose Attacken eingesetzt und ich konnte hier wirklich sehr gut meine schlechten AP verbrauchen und somit für den späteren Kampf quasi vorsorgen, damit ich halt später ohne Probleme auf Verzweifler zurückgreifen kann, wenn es sein muss. Unser letztes Pokémon ist ein Glurak und das hat er glücklicherweise nur Silberblick eingesetzt, also das war schon sehr lucky. Wenn es auch nur einmal richtig angegriffen hätte, wäre ich down gewesen, weil es hätte einfach nicht funktioniert. Und ich habe diesen Kampf hier mal wieder unzählige Male probieren müssen, um diesen einen Run hier zu bekommen. Ich muss sagen, diese beiden Kämpfe hier waren mehr als nur frustrierend. Also, das war ein ganz anderes Level von Herausforderung. Das habe ich so noch nie erlebt in Pokémon. Aber es geht jetzt weiter mit der Liga. Und ich denke mal, ich muss an dieser Stelle nicht mehr erklären, warum ich riesigen Respekt hatte vor der gesamten Liga, weil die sehr, sehr gefährlich werden kann. Und holy shit, Leute, nach den letzten paar Kämpfen war meine Hoffnung hier wirklich auf Nullpunkt. Und wie gesagt, Freunde, ich wollte das Ganze hier probieren auf Level 90, also nicht mal auf dem Max-Level. Aber hey, Leute, ich wollte es probieren. Und die erste von den Top 4 ist mal wieder die gute Lorelei mit einem Eis-Wasser-Team, vor dem ich wirklich sehr viel Angst hatte. Denn die Yugong, was ich kopieren werde, wird wahrscheinlich nicht allzu stark sein, dachte ich mir. Ich hatte also wirklich ein bisschen Bammel, dass das Ganze gar nicht möglich ist. Und ich muss leider auch so ein bisschen gestehen, das Ganze hat sich mehr oder weniger auch bewahrheitet. Und zwar hat das Yugong nur Heuler, Aurora-Strahl, Erholung und Bodycheck, also nicht gerade das beste Moveset und auch wenn ich mich hier heilen kann, muss ich dafür erstmal schlafen. Und Aurora-Strahl ist gegen Wasser-Eis-Pokémon nicht gerade so effektiv, würde ich sagen. Also Bodycheck ist hier auf jeden Fall mein bester Move und ich habe hier auf jeden Fall massenweise Crits gebraucht. Also wenn das nicht irgendwann mal geklappt hätte, wäre der Kampf hier definitiv unmöglich gewesen. Also keine Chance, wenn man hier ganz normal kämpfen sollte, ohne Crits. Wie soll man jemals beispielsweise das Austauschtod bekommen? Das ist unmöglich. Das bedeutet, ich musste auch diesen Kampf hier wirklich unzählige Male neu starten. Und ich muss wirklich festhalten, ich habe für diesen gesamten Run hier eine Ewigkeit gebraucht, ne? Das ist klar. Aber diese drei Kämpfe hier gegen Giovanni, meinen Rivalen und Lorelei haben zusammen fast genauso lange gedauert wie der gesamte Rest der Challenge. Also ich habe hier wirklich ganze Tage gesessen an drei Fights. Die waren alle drei fast unmöglich auf unter Level 100. Und ich mache hier keine Scherze, das war wirklich mit das Härteste, was ich in Pokémon jemals machen musste. Aber hey Freunde, Lorelei konnte ich so zumindest irgendwie besiegen, auch wenn es sehr knapp war. Denn etwas mehr Gegenwehr von Lapras hätte mich wahrscheinlich sofort getötet. Doch nachdem diese drei Kämpfe wirklich Ewigkeiten gedauert haben, ging es jetzt weiter mit Bruno und er hat mal wieder ein Kampfteam. Das bedeutet, ich hatte ein ganz gutes Gefühl hier, ein recht starkes Pokémon kopieren zu können. Und das, meine Freunde, war dann doch nicht der Fall. Denn sein erstes Pokémon ist mal wieder ein Onix. Und deswegen habe ich halt nicht unbedingt ein starkes Pokémon, aber trotzdem ein effektives. Und zwar das mal wieder, die Attacke Raserei. Und ich will hier gar nicht anfangen, darüber zu reden, ne? Wie lange dieser Kampf dauert, aber schaut es euch selbst an. Es ist absolut wahnsinnig, mit einem Onix, mit Raserei, zwei gegnerische Onix zu besiegen vom Gegner und noch drei weitere Kampf-Pokémon. Das hat gefühlt Jahre gedauert, wirklich. Ihr macht einem Onix mit Raserei immer nur einen Schaden oder so. Und dieser Angriffsboost hier jedes Mal ist auch nicht so insane. Das bedeutet, der Kampf hier hat wirklich Ewigkeiten sich hingezogen. Aber Raserei gewinnt halt irgendwann den Kampf, ne? Es dauert zwar lange, aber es ist effektiv auf Dauer und verbraucht einfach keine AP in der ersten Generation. Aber ganz wichtig, Freunde, sein letztes Pokémon ist Machomai mit mal wieder einer K.O.-Attacke. Und wenn er die treffen sollte, habt ihr den Kampf hier nach einer Ewigkeit von Zeitinvestment immer noch verloren. Aber ich muss sagen, ich hatte hier sehr viel Glück und das Ganze hat im First Try ganz gut funktioniert. Und wäre ich hier gestorben, wäre das wirklich sehr frustrierend gewesen, weil das Ganze jetzt wiederholen gegen die Onyxe und so hätte sich wirklich gezogen. Und damit ging es nun weiter mit Agathe und ich muss sagen, vor ihr hatte ich nicht so viel Angst, ne? Denn ich wusste, ihr erstes Pokémon ist ein Gengar und ich dachte mir schon, damit kann ich wahrscheinlich arbeiten, oder? Und das Moveset von Gengar ist sehr, sehr praktisch, muss man festhalten.
denn ihr erstes Gengar kann Konfusstrahl, Nachtnebel, Hypnose und Traumfresser. Und damit kann ich ihre Geist-Gift-Pokémon einfach ständig sehr effektiv treffen und belasten halt einfach mit Status-Effekten. Ich meine, Pokémon einzuschläfern ist sehr effektiv und Traumfresser heilt sogar KP. Ich habe ihr gesamtes Team hier einfach wirklich taktisch komplett auseinandergenommen und auch so Pokémon wie Golbat beispielsweise können halt einfach gar nichts machen gegen vernünftige Psycho-Attacken. Also der Kampf hier war wirklich in jeder Hinsicht geschenkt und ich muss sagen, das war einfacher als so ziemlich jede Arena im gesamten Spiel. Aber hey, so kann's laufen, wenn das Moveset mal gut sein sollte, was ich hier kopieren kann. Doch der letzte von den Top 4 ist der gute Siegfried und ich wusste, der hat ein sehr starkes Drachenteam und ich habe hier gebetet, dass ich wirklich mit seinem ersten Pokémon ein halbwegs stabiles Moveset bekomme, was ich kopieren kann, weil wenn das nicht der Fall wäre, wäre hier durchaus ein sehr krasser Kampf angebrochen. Aber sein erstes Pokémon ist zum Glück ein Gyarados mit Drachenwut, Silberblick, Hydropumpe und Hyperstrahl. Und der Hyperstrahl, Leute, kommt wirklich sehr gelegen. Weil wenn man in der ersten Generation über Hyperstrahl ein Pokémon besiegen sollte, muss man danach wirklich keine Runde aussetzen. Ich kann hier also wirklich prima sein gesamtes Team sehr gut wegspeepen und gegen sein Aerodactyl habe ich logischerweise noch die Hydropumpe. Aber sein letztes Pokémon ist ein Dragoran und das muss ich zunächst mal bearbeiten mit Silberblick, aber dann war es auch besiegbar über Hyperstrahl, der in der ersten Generation noch physisch war. Von daher, ich konnte es hier sehr gut vorbelasten und dann One-Hitten. Ich muss sagen, Siegfried war auf jeden Fall etwas taktischer, weil ich halt erstmal das Dragoran schwächen musste, aber definitiv schaffbar. Also ich hätte nicht erwartet, dass er mich so einfach zum Champ lässt. Und da wären wir auch schon, beim letzten Battle der gesamten Generation. Und ich muss sagen, es war ein weiter Weg bis hierhin, aber wir müssen das Beste probieren. Ich hatte sehr viel Angst natürlich vor diesem Kampf hier, weil das letzte Rivalen-Battle so unfassbar furchtbar war, aber ich wusste einfach, ich muss jetzt alles geben. Und das Tauboss, was ich dieses Mal kopieren kann, kann folgendes. Es kann Wirbelwind, Flügelschlag, Himmelsfeger und Spiegeltrick. Und ich muss sagen, dieses Moveset hier, damit kann ich arbeiten. Es ist nur wirklich elementar, dass hier das gegnerische Tauboss kein Himmelsfeger gegen euch hier bekommt, weil dann ist man ziemlich down. Aber okay, das ist in diesem Run hier nicht passiert. Und ich konnte hier sogar gegen sein Rizeros Spiegeltrick anwenden, um Geofissur zu kopieren. Und das war wirklich extrem satisfying. Und der Rest des Teams, muss ich sagen, war nicht so gefährlich, aber das Gyarados hat mich hier noch mit einem Hyperstrahl befeuern können, was jetzt nicht wenig Schaden gemacht hat. Und sein letztes Pokémon ist mal wieder das Glurak und wenn mich das hier auch nur einmal angreifen sollte, bin ich natürlich down, beziehungsweise wenn es mir viel Schaden macht. Aber das ist hier einfach nicht eingetreten und ich konnte hier mal wieder relativ knapp gewinnen. Ich muss auf jeden Fall fairerweise dazu sagen, dass ich hier mal wieder ein paar Versuche gebraucht habe, damit halt das Glurak mal wieder nicht komplett ausrastet, aber es hat zumindest funktioniert und ich muss sagen, ich habe damit diese Challenge hier gewonnen mit einem Ditto, das nur Level 90 war, als ich die Liga betreten habe. Und ich würde sagen, Freunde, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zum Fazit. Ich muss sagen, diese Challenge hier war vielleicht das härteste, was ich jemals machen musste in einem Videospiel. Es war absolut krank, aber ich konnte gewinnen. Jedes Grinding hier hat Stunden gedauert. Jeder Kampf später im Spiel hat Stunden gedauert, mit ein paar Ausnahmen. Und an diesen drei Kämpfen gegen Giovanni, meinen Rivalen und Lorelei habe ich wirklich Tage gesessen. Hunderte Versuche sind da reingeflossen, aber ich konnte irgendwann siegen durch Kritz und Co., die halt irgendwann auch mal auftreten, wenn man das Ganze wirklich hunderte Male resettet. Es war wirklich eine heftige Challenge, aber ich mache mir diese Mühe wirklich sehr gerne für euch, weil mir macht dieses Format hier unfassbar viel Spaß. Und ich wollte mich jetzt nochmal bedanken bei den 10.000 Abos, definitiv. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, ich habe nach wie vor sehr viele Zuschauer, die den Kanal hier schauen, aber noch nicht abonniert haben. Von daher, es würde mir wirklich sehr viel bedeuten, wenn ihr das Ganze hier mit einem Abo unterstützen würdet. Und ich habe auf jeden Fall hier noch sehr viele andere Sachen geplant, die ähnlich schwer sind. Also beispielsweise auch für die 20.000 Abos. Da werde ich mir bestimmt auch mal wieder was Krasses ausdenken. Von daher, wir werden sehen, was ich da tun werde. Und wir werden auch überlegen, wie ich Ditto noch übertrumpfen kann, also diesen Run hier. Denn es geht bestimmt noch schwerer. Man muss sich nur durchringen dazu. Aber hey, ne? Es gibt auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten und ich freue mich sehr, das Ganze mit euch zu testen. Deswegen seid gespannt, was in Zukunft noch so kommen wird. Und spätere Generationen sind auch geplant. Von daher, wer weiß, wann das erste Mal kommt, wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor.
und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates, deswegen schaut da mal rein. Bis bald, tschüss.